Hallo, ich habe mir gedacht, ich mache noch mal ein Video zu Render Layers in Blender und wie man sie benutzt im Compositing. Dazu habe ich mir diese Szene hier ausgesucht. Eine kardassianische Galor-Klasse schießt auf einen klingonischen Bird of Prey und im Hintergrund ist dieser Eisplanet. Wenn wir jetzt hier mal in die freie Kamera-View gehen, dann sehen wir, dass dieser Eisplanet im Hintergrund ein HDRI ist. Und ich habe hier die Galor-Klasse in eine eigene Collection gepackt, die den Schuss mit der Explosion ist in einer eigenen Collection, die Kamera und der Bird of Prey. Zusätzlich zu den Schiffen sind auch jeweils die individuellen Sunlights hier installiert, sodass ich mehr Kontrolle habe über die Beleuchtung jedes einzelnen Schiffes. So, warum wollen wir jetzt den Aufwand überhaupt betreiben? Nun, ich möchte hier diesen Laserschuss und die Explosion. Darauf möchte ich einen Fogglow-Filter anwenden, sodass diese noch ein bisschen mehr leuchten und so einen kleinen Schein hier um die Peripherie haben. Und dabei möchte ich aber nicht, dass dieser Fogglow oder dieser Verstärkungseffekt hier auf den Planeten angewendet wird. Das wurde schon beim Rendern gemacht. Man sieht hier im Hintergrund diesen Schein. Und ich möchte auch nicht, dass diese Verstärkung hier auf die Schiffe angewendet wird. Die Standard-Render-Layer heißt View-Layer und die seht ihr hier oben rechts. Die legt Blender immer an und ja, fügt alle Objekte oder alle Collections dieser Viewer-Layer hinzu. Und was wir jetzt machen, wir benennen die um. Ich benenne die erstmal Bird of Prey. Und was wir jetzt machen müssen ist, alle Collections, die nicht zu dieser Render-Layer gehören sollen, die müssen wir davon ausschließen. Über die Schnellauswahl könnt ihr hier den Haken setzen, Exclude from Render Layer oder Rechtsklick auf die Collection und dann geht ihr hier unten hin, View Layer und Disable from View Layer. Das macht das gleiche. Als nächstes fügen wir eine weitere Render Layer hinzu. Dazu klicken wir hier auf dieses Symbol und dann auf New. Und diese nennen wir dann Schuss. Und haken dann den Bird of Prey ab und die Galor-Klasse. Dann gehen wir nochmal hier auf dieses Symbol, nochmal eine neue View Layer und nennen die Galor. Und dann haken wir den Bird of Prey ab und den Schuss. Hier oben über das Symbol auf der linken Seite können wir zwischen den Render- oder View Layers wechseln. Ich wechsle nochmal zu dem Bird of Prey. Und dann gehe ich hier hin in das View Layer Menü und rolle hier nach unten und aktiviere hier unten unter Other bei den Haken bei Environment. Dann gehe ich nochmal in die Render Settings und gehe hier unter Film und aktiviere den Haken hier bei Transparent. Und dann deaktiviere ich hier die Rendered View und mit F12 rendern wir mal die erste Szene. So, ihr habt jetzt gesehen, dass alle drei View Layers hintereinander gerendert worden sind und jetzt können wir in den Compositor wechseln. Dazu klicken wir hier oben auf Compositing und normalerweise ist hier Use Nodes deaktiviert. Da könnt ihr dann draufklicken und dann erzeugt Blender euch die Standard Render Layer Node mit der ersten View Layer und der Output Node. Und mit, wenn ihr den Node Wrangler aktiviert habt, mit Shift-Rechtsklick, könnt ihr euch hier so einen weiteren Knoten machen und dann hier mit Shift-A unter Output einen Viewer-Node hinzufügen. Dann wird euch das Ganze hier als Backdrop angezeigt. Ja, und was wir jetzt machen müssen, wir können das Ganze jetzt hier duplizieren, die Node-Render-Layer, und dann hier unten den Schuss auswählen, nochmal duplizieren und hier unten dann die Galor-Klasse auswählen. Eben haben wir ja beim der Render Layer Bird of Prey das Environment aktiviert und das ist hier oben dieser Ausgang. Als erstes brauchen wir eine Alpha Overnode. Mit Shift A erscheint dieses Menü und dann könnt ihr einfach Alpha eintippen und dann wird hier gefiltert auf alle Nodes, die Alpha im Namen haben. Und wir wählen diese hier aus und als erstes nehmen wir den Environment Pass und legen darüber unsere Galor-Klasse
und verbinden das dann hier mit diesem Knoten. Dann sieht das so aus. Über den Hintergrund wird die Galor-Klasse gelegt und hier diese Aussparung ist unser Bird of Prey, der kommt gleich noch dazu. Dann duplizieren wir die Alpha Overnode und nehmen als nächstes den Schuss. Das Ganze sieht dann so aus und dann wollten wir ja noch einen Effekt hinzufügen. Das heißt wieder Shift A und wir gehen hier auf das Filtermenü und gehen hier auf Glare, stellen den Modus auf Fog Glow um und die Qualität auf High und dann können wir hier das noch ein bisschen vergrößern und ihr seht, die Explosion und der Schuss, die fangen schon an zu leuchten. Das ist der Effekt, den wir erzielen wollten. Ich schiebe das hier noch ein bisschen zur Seite. Wir duplizieren nochmal die Alpha Overnode und dann nehmen wir uns das Bild aus unserem Bird of Prey und fügen das auch noch hierzu. Und schon ist unsere Szene fertig mit dem Effekt, mit dem Glow-Effekt, den wir hier haben wollen. Noch ein Hinweis zum Schluss. Im Moment sind viele Objekte ausgeblendet. Wenn man jetzt eine andere Ausrichtung dieser Schiffe beispielsweise haben möchte, dass die Galor-Klasse oben links sein soll, dann fällt es ziemlich schwer, hier durch die View-Layer immer zu navigieren, das Ganze auszurichten. Und am besten klickt man hier dann nochmal auf Add New Layer und macht sich dann eine Arbeitslayer, die wirklich nur dafür gedacht ist, hier die Sachen auszurichten oder neue Objekte einzufügen. Und die Render-Layers, die man sich einmal konfiguriert hat, die bleiben davon unberührt. Ja, das war's soweit mit dem Video und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.